Ich war in diesem Jahr schon am 19. November zur ersten Weihnachtsfeier eingeladen. Meinem Sohn zuliebe bin ich hin. Da so viele Weihnachtsfeiern mitten im Advent schon rum sind, hat den Vorteil, dass der Advent oft nicht mehr ganz so voll ist. Obwohl ich es einen krassen Kontrast finde zum eigentlichen Sinn des Advents. Zum sich gemeinsam auf Weihnachten einstimmen. Ich wünsche mir den Advent ruhig, mit leisen Spuren von Weihnachten, mit Gerüchen der Vorfreude. Überall auf der Welt, auf der ganzen Welt dudeln Weihnachtslieder, es glitzert, es wird gekauft. Weihnachten ist in aller Munde. Einen totalen Kontrast erlebe ich ab dem 24. Dezember, wenn unsere Kirchen selbst an diesem Datum recht leer und still sind. Denn Weihnachten ist in aller Munde, aber leider nur in wenigen Herzen.